Mal gucken, ob er sich dran hält. Wäre natürlich wild. Da hat man die Range ordentlich gesehen. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Egg. Wir spielen ja heute wieder mit Eject auf Gomme. Aber bevor das Video einmal anfängt, wollte ich euch noch auf die Premium Alt-Generator-Seite hinweisen, die mit mir gepartnert ist. Das ist der zweite Link in der Beschreibung. Ich werde in letzter Zeit immer wieder gefragt, warum auch immer, weil ich das schon mehrmals in meinen Videos erwähnt hatte, wie ich denn an Alts zum Hacken komme. Und das ist ganz einfach. Mit dem schönen Alt-Token bzw. API-Key kann man sich halt so viele Accounts generieren, wie man will. Das muss man hier einfach nur eintragen im Abraxas-Stream. Dann sollte man schon hier sehen, kann ich mich in jeden Account einloggen, kann so viele generieren, wie ich will. Beziehungsweise es gibt ein tägliches Limit je nach Package. Es gibt mehrere Packages, die man sich da kaufen kann. Aber es funktioniert jeder einzelne Account und man kann damit auch nicht gemojang banned werden. Einfach, weil das über deren eigenen Server läuft. Und wie man hier sehen sollte, geht der erste Alt natürlich auch direkt auf Gomme. Und Gomme als gehen da, glaube ich, so ziemlich alle. Auf Hypixel gehen die meisten nicht so. Und sonst ist der Alt-Generator eigentlich für fast jeden Server perfekt. Also ich hatte bis jetzt höchstens mal mit Hypixel manchmal Probleme, da welche zu bekommen. Sonst ist es immer perfekt. Also zweiter Link in der Beschreibung. Wir sehen uns gleich in-game. Da sind wir auch schon in der Lobby von der ersten Runde. Ich wollte einmal noch ganz kurz was zu dem neuen Feature sagen, was im Titel steht, bevor Leute sagen, das ist doch gar nicht 4,2er Range. Das neue Feature heißt Haze Range. Das habe ich mir ausgedacht, beziehungsweise Yannick hat mich auf die Idee gebracht. Ich habe ihm dann geschrieben, was er machen soll, und er hat es anscheinend gut umgesetzt. Er meinte, es funktioniert sehr gut und ja. Es ist eine Sache, die halt 4,2er Range wieder ermöglicht und nicht auf dem ersten Hit, weil man hat ja gerade schon gesehen, 3,7er Range. Aber in gewissen Situationen drückt die Killaura halt mal höhere Hits raus und das werdet ihr gleich dann ganz gut sehen. Ich wechsle übrigens jetzt noch zum Eject-Theme, was man hier übrigens auch über das Escape-Menü machen kann und ja. Ich hoffe mal, wir bekommen gute Kisten, weil sonst ist es ziemlich scheiße hier. Ja, egal. Einfach hoffen. Dies, das. Okay, kein Schwert. Noch immer. Okay, doch, Schwert. Wollte mich gerade schon beschweren. Schuhe habe ich auch noch. Das passt doch. Das reicht vollkommen aus. Alles klar, Digga. Zwei Kills schon mal wieder easy. Junge, ich krieg zu viel. Mann, warum muss ich in das Cobweb geworfen werden? Egal, weil ich gerade kurz das erklärt habe und instant so einen schönen Double Kill bekommen habe. Lass ich's drin, weil gegen das Cobweb konnte ich gerade nichts machen. Ja. Ja, moin. Sind wir auch schon in der nächsten Runde. Ich merke gerade, dass Yannick am Stream ist. Deshalb sage ich euch jetzt schon mal, sind alle Sachen, die ich jetzt gerade zeige, eh wieder, bevor das Video online kommt, gefixt. Da hat man gerade die Range perfekt gesehen. Und das könnte ein Cheater sein, aber ich outrange ihn natürlich perfekt, weil man es ja gerade gesehen hat, wenn ich Kombos mache. Ja, okay, es ist halt schon wieder ein anderer Cheater, Digga. Ja, ich outrange ihn halt wieder. Sobald ich halt eine Kombo drin habe und ein bisschen, dann geht halt einfach rein. Junge, cheatet gerade hier irgendwie jeder? Junge, es ist halt wirklich so. Yannick ist am Stream, also der Client Dev, und direkt jeder Typ am Cheaten hier auf dem Server. Junge, was bist du denn für einer? Ey, bist du... Nee. Ach ja. Einfach. Gut. Aber ich hoffe einfach mal nicht, dass es gefixt ist. Yannick meinte, er zeigt es nicht im Stream. Keine Ahnung. Aber trotzdem, ich kenne die Intave-Leute ja. Wenn die einmal irgendeinen Stream sehen mit irgendwas Neuem, dann fixen die direkt irgendwas. Und ich hoffe einfach für euch, wenn das Video online ist, dass die Sachen noch nicht gefixt sind. Wenn nicht, beschwert euch bei Yannick. Ich habe ihm jetzt gesagt, er soll es endgültig lassen. Mal gucken, ob er sich dran hält. Wäre natürlich wild. Da hat man die Range ordentlich gesehen. Und ja. Aber lasst jetzt kein Hate bei Yannick da. Ich habe es jetzt nicht so ernst gemeint. Ich bin gerade natürlich ein bisschen triggert von ihm, aber egal. Kuss geht raus an Yannick. Da sind wir dann in der nächsten Runde auf der besten Map. Aber der schlechtesten Map, wenn man Kistenpech hat. Deshalb bitte Steinschwert und irgendwie eine Brustplatte relativ schnell. Brustplatte haben wir schon mal. Kein Steinschwert, kein Steinschwert. Und kein Steinschwert. Egal. Wir gehen trotzdem jetzt einfach rein. Wir gehen auf den da, weil das ein BRC-Spieler ist und der stinkt. BRC-Spieler, das Schlimmste auf der Welt. Tschüss. Moin.
meins. Easy. Also wer hat gesagt, dass die ganzen Intafe-Leute jetzt kommen? Ich hab's gesagt. Aber hey Yannick, warum auch auf mich hören, ne? Och Mann, ich hasse mein Leben so sehr. Ich hoffe einfach wirklich, die blicken bei dem Feature nicht durch, weil da halt wirklich ein bisschen Gehirn hintersteckt. Und wie man die Intafe-Leute erkennt, haben die keins. Deshalb sollte ja passen. Von daher so, easy. Schuhe? Oh, Schuhe. Wild. Moin, Servus, moin. Ah, er cheatet. Das ist aber dreist. Haben ihn aber trotzdem wie immer outranged. Also der zweite Hit von uns, wenn wir halt nicht zuerst dann von ihm wieder gehittet werden, geht immer durch. Gerade guck mal, wenn man... Eigentlich sollte man wirklich in den Spieler reinspringen, weil wenn man dann die Combo aufbaut, dann bleibt die Range ja vorhanden. Sprich, das ist eigentlich die perfekte Methode, um Range zu behalten. Okay. Oh mein Gott, ein halbes Herz, Junge. Er hatte ein fucking Eisenschwert, war am Cheaten, Digga, und ich hätte fast noch gewonnen. Ja, okay, da ist ich auch drin. Das war echt ein Close Fight, Digga. Das hat man aber richtig gesehen, wie mein Client im Vorteil war. Schade, schade. Und da sind wir auch schon wieder in der nächsten Runde. Also die meisten Hacker sind eigentlich weg. Es kommen hin und wieder mal wieder ein paar neue, aber Eject halt noch immer am besten irgendwie. Also Hacker sind gerade echt nicht mein Problem. Legits sind halt echt viel größer mein Problem. Wenn die mir immer so auf richtig hart schwitzenden First Hit geben, dann habe ich Probleme, meine Range aufzubauen. Weil ich dann halt auch changed werde. Weil ich halt immer zu faul bin, selber zu spammen und dann First Hit zu kriegen. Und das halt die Kill-Aura nicht macht. So, ja, okay. Das soll's eigentlich für ihn gewesen. Hä? Warum laggt er so? Digga. Also. So langsam fühle ich mich echt ein bisschen gescammt von der ganzen Sache hier. Ich würde da schon ganz gern rein snacken so. Ach, das ist ja mal wieder klar. Das ist ja mal wieder typisch sozusagen. Ja, komm, jetzt spam ich auch noch dazu. Fick. Fick. Tschüss. Guck. Dann bekommt man halt auch immer First Hit. Ich sag's echt, ich sag das nach der Aufnahme direkt Yannick, dass er so ein Feature einbauen soll. Ich weiß zwar nicht, ob das halt hilft, wenn der Client das von sich aus macht, aber ich denke mal eigentlich schon. Also es wäre echt ein super Feature. Das kann man natürlich dann pro User aus- oder anstellen, weil man dann halt trotzdem erstmal in die Richtung von dem Gegner halt auch anfängt zu laufen. Aber ich denke, das wäre eigentlich echt ein wildes Feature, was man gut einbauen könnte. Junge, ich würde echt gerne noch ein paar Leute vom Deathmatch töten, weil ich weiß halt eh, wenn die Mel und Salty sind, dann teamen die halt eh gegen den Hacker. Und das ist nicht gut. Weil Minecraft-Spieler sind immer Mad und Salty. Ich meine, klar, wenn wir die Lowlife bekommen und alles mögliche, dann können wir das auch so schaffen. Aber sobald uns halt irgendwie Kill gestealt wird oder sonst irgendwas in der Richtung, dann ist halt direkt scheiße. Da ging mal wieder Range ordentlich gut rein. 420 Main und Linko 21. Ja, Bo-Aim-Botten einfach. Ja, Bo-Aim-Botten ist es. Den da hinten habe ich halt auch noch getroffen. Oh, mega, lul. Gut, easy an der Stelle. Ohne Bow, okay. Ja, okay, machen wir. Ohne Bogen machen wir. Ich halt Rechtsklick einfach nur gedrückt. Boimbot macht den Rest. Ohne Bogen mache ich. Ja, Mann. Ohne Bogen, okay. Ja, ohne... Ach, scheiße. Jetzt leider wirklich ohne Bogen. Muss ja manchmal gegen einen Legit fair spielen. Ja, weißt du auch, was traurig ist? Fucking Minecraft schwitzen. Digga, such dir ein Hobby, such dir eine Freundin. Man muss eigentlich nur als Hacker auch so ein bisschen schwitzen. Ich meine, ich bin halt ein Pleb in Minecraft PvP, aber wenn ich nur mich ein bisschen anstrenge, gewinne ich halt auch jede Runde. Aber ich habe halt keinen Bock, mich beim Cheaten anzustrengen. Was soll das denn? Ich will, dass alles vom Client gemacht wird und ich dabei das Cola sippen kann. Mann,
es ist doch nicht zu viel verlangt, dass der Client für einen läuft, isst, alles macht, einem die Hausaufgaben macht, Arsch abputzt. Das ist doch nicht zu viel verlangt, oder? Ach, Digga. Das ist ja mal wieder typisch hier. Das ist ja mal wieder typisch. Komm. Verdammt nochmal. Lass es. Ich möchte... Okay. 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 Ach ja, immer diese Leute, die weglaufen, sind mir ja die allerliebsten. Ja, keine Ahnung, was ich dazu sagen soll, so. Da wird halt gefühlt das ganze Game weglaufen. Aber egal. Dann kämpfen wir gegen den... Joho, die Range gerade auch schon wieder. Digga, wie hobbylos seid ihr eigentlich? Jetzt mal ohne Spaß, so. Seid schon ziemlich fucking hobbylos. Alter, zwei Leute schaffen halt nichts gegen einen zu machen. Überhaupt gar nichts, Digga. Der Aimbot. Der fucking Bo-Aimbot. Das ist so schön. Oh mein Gott. Das ist echt richtig. Also, das war wunderschön gerade, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, Floh, Feuer, Blitz, geh mal in den 420 Main rein. Ja, Mann. Oh ja, das ist doch eine wunderschöne Combo, die wir uns hier gönnen. Und da sind wir dann auch schon wieder full life. Ja, scheiße gelaufen für dich. Soll ich mal ganz kurz die Rüstung hier anziehen? Ja, komm. Ist mir sowas von egal, wie sehr du schwitzt, Mann. Ich streng mich halt auch einmal in dem Game an und ihr könnt alle nichts, Mann. Ihr könnt alle nichts. Hau da rein. Hau da einfach alle rein. So, mindestens einen müssten wir noch vom Deathmatch töten. Am besten den Kashish, weil der am nervigsten bis jetzt von allen war. Mir relativ egal, ob der Kill jetzt von dem Typen gemacht wird oder von mir selber. Aber der sollte am besten sterben. Komm, Digga. Ja, es wird halt wieder dann jetzt 2 gegen 1 gegen mich gespielt, so. Ist mir dann auch egal, dann bin ich jetzt halt der, der wegrennt. Komm, komm, hol's dir, Bro. Hol's dir ab. So, kurz was essen und den Kashish töten, weil der 420 Main und der Kashish sind beide sehr nervig. Da müssen wir was gegen machen. Der Pfeil ging gerade genau auf ihn drauf, komme. Danke für nichts. Okay, der hat einen Hit. Was bedeutet, der sollte so low life sein, dass wir ihn easy klatschen können. Okay, nice, er schwitzt. Nein, nein, nein. Ja, ich werde sterben. Okay, ich sterbe nicht. Nein! 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 Oh Gott! Nein! Das war's! Das war's! Das war's, Jungs! Das war's endgültig! Ich rag nicht! Warum rag ich nicht? Okay, das war's wirklich. Oh! Junge, ich hab viel zu viel in Minecraft geschwitzt, okay. War es dann mal wieder komplett egal. Der Client ist der Beste der Welt. Egal wie sehr die Leute gegen einen schwitzen, 2 gegen 1, 3 gegen 1, man gewinnt. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge wie immer gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Alles sind wie immer in der Beschreibung verlinkt, zweiter Link. Und erster Link wie immer der Client. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich glaube, ich habe mich dreimal mit einem wiederholt. Haut rein, ciao.